Jo, jo, jetzt gibt's mal was Süßes, was richtig Cooles. Ist auch ganz einfach, was ihr braucht: Joghurt, 0,1% Fett. Nämlich zwei Stück, sind so 300 Gramm. Dann Mango, Blaubeeren, Haferflocken, Sprudel, Wasser, also mit Kohlensäure. Und das geilste, Cookies and Cream Flouring. Das ist einfach nur Geschmackspulver. Also kein Protein, einfach neutral. Schmeckt Hammer. Bis gleich. So, also die zwei Joghurts habe ich jetzt in der Schüssel gegeben. Jetzt gebe ich so einen Scoop von dem Cookies and Cream. Das sind circa 1,5 Gramm. Das ist aber dann schon verdammt süß. Also 1 Gramm langt auch, aber das Zeug schmeckt so brutal. Ja, jetzt gibt er hier ein bisschen Wasser mit Kohlensäure, ne? Dann wird es richtig schaumig. Verrühren wir mal. Ich verrühre das mal. Wir sehen uns gleich. So. Jetzt geben wir die Haferflocken. Das waren jetzt nur 30 Gramm. Ja, die rühren wir jetzt ein bisschen unter. Lassen das jetzt vielleicht so, ja, 3 bis 4 Minuten einziehen. Und dann schmeißen wir die Blaubeeren rein. Vermischen das Ganze. Ja, aber wir sehen uns gleich. So, jetzt kommen die Blaubeeren rein. So, das wird jetzt alles richtig gut verrührt. Sorry, mir ist gerade der Akku rausgefallen. So, das ist schon mal verrührt. Jetzt kommt nur noch die Mangostückchen. Und dann mache ich noch Zimt und Kakaopulver rein. Noch Zimt drauf. Dann noch Bio-Kakaopulver. Jo, das war's schon. Jo, hier die Macros, also das war jetzt eh eine kleine Portion, als ich noch Kalorien offen hatte. Ich bin ja in der Defi, aber ich will nicht zu arg ins Defizit gehen. Schau, dass ich maximal 400 Kalorien weniger esse, wie ich verbrenne. Heute habe ich. Das ist krass. Ihr seht hier, was ich heute insgesamt gegessen habe. Was sind wir? 3317 Kalorien. Ja. Ich komme auch heute so auf 3.700, wo ich verbrannt habe oder verbrennen werde. Wir haben jetzt schon kurz vor 9. Ja, das waren jetzt gerade mal knapp 350 Kalorien, gerade mal 3,5 Gramm Fett, 55 Kohlenhydrate und 20 Gramm Fett, 30 Gramm Haferflocken, 100 Gramm Heidelbeeren, 100 Gramm Mango und zwei Joghurts, also 300 Gramm. Und das war's schon. Das Flavor hat keine Kalorien und ja, Zimt und Kakaopulver, das war ja so wenig, das braucht man hier nicht zu erwähnen. Jo, probiert's mal aus, schmeckt brutal. Das kann man auch so verschieden variieren. Mit Banane schmeckt sogar noch geiler. Müsst ihr mal probieren. Oder ich mach's nächstes Mal mit Magerquark. Es gibt so viele verschiedene Varianten. Jo, wenn es euch gefällt. Gib mir ein Like.